Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch alle PvP-Händler, alle Spots, wo ihr eben PvP-Sets kaufen könnt. Für jene, die Anfänger sind und mal ein Set haben wollen. Für jene, der vervollständigkeitshalber, die einfach alles haben wollen, so wie ich. Und auch für Unkreative, die so jetzt nicht so wirklich einen Plan haben, was sie morgen wollen, springt da auf jeden Fall was raus für euch. Und zwar müsst ihr PvP etwas spielen, das liegt natürlich auf der Hand. Schnellsuche gewertet, ihr könnt eigentlich alles spielen. Empfehlen kann ich euch auf jeden Fall die Weeklies, denn die geben auch schon mal Ehrenabzeichen. Ehrenabzeichen brauchen wir, um PvP-Rüstung zu erwerben. Ja, das kann man wöchentlich machen. Ich zeige euch das hier mal in meinem Inventar. Ich habe hier ein paar Ehrenabzeichen und auch schon Kisten, die ich durch Rated Battleground bekommen habe. Das könnt ihr halt durch Geplänkel, durch Arena ganz normal, also gewertet Arena und aber auch RBG könnt ihr so Kisten bekommen. Da sind jeweils 1 bis 2 Ehrenabzeichen drinnen. Je nachdem, welche Schwierigkeitsstufe Geplänkel, glaube ich, wirft nur ein Ehrenabzeichen aus der Kiste raus. Bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall schaut mal, dass ihr ein paar Ehrenabzeichen sammelt. Ihr braucht 12 pro Set und 80 pro Waffenarsenal, aber dazu jetzt gleich mehr. Die ersten Sets befinden sich in Nethersturm in Area 52, das ist in der Scherbenwelt in der alten. Und dort könnt ihr die ersten Sets quasi mit jeder Klasse erwerben. Man muss dazu sagen, Dämonenjäger und Todesritter haben nicht alle Sets. Die bekommen dann nach und nach später auch noch Sets. Aber so viele wie klassische haben sie nicht. Hier habt ihr so ja, Rüstungsteile, so Ensemble. Da könnt ihr dann gleich mit einem Mal das ganze Set erwerben. Das ist eben das, was ich schon angesprochen habe. Hier 12 Punkte und ihr könnt euch ein Set quasi erwerben. Ihr seht das jetzt aus der Sicht eines Hexenmeisters. Aber hier, das backt ein bisschen, ist das Waffenarsenal, wo ich schon gesagt habe, wo ihr dann nicht nur die Hexerwaffen, sondern alle Waffen von der Season bekommt. Ist zwar etwas teurer, aber kann man sich natürlich auch kaufen. Da natürlich muss man immer dazu sagen, wenn man eben mit jeder Klasse dann alles haben möchte, ist es natürlich irgendwann sinnvoll, sich auch die Waffen zu kaufen, wenn man genug Ehrenabzeichen hat. Ja, hier habt ihr dann noch die Season 4, also hier habt ihr generell von 1 bis Season 4. Da drüben sind auch noch Händler, da dürft ihr euch nicht verwirren lassen, das könnt ihr auch in Orgrimmar kaufen, allerdings nicht morgen, denn ihr braucht eine gewisse RPG-Wertung dafür und ja, die sind halt hier auch zu kaufen. Ich denke, Leute, die diese Wertung haben, wissen schon, wo sie eben ihre Items kaufen. Aber ja. So, aber jetzt kommen wir zu Dala. Ihr müsst ins alte Dala rangehen. Da holen wir uns nämlich jetzt die nächsten Sets. Da müsst ihr in die Kanalisation runterlaufen. Gibt es auch wieder ein paar Sets, die man sich abgreifen kann. Wie auch immer. Die Sache ist halt die, man zahlt halt immer 12 Ehrenabzeichen. Den Weg könnt ihr hier, denke ich, ganz gut nachvollziehen. Das sind jetzt wieder alte Sets eben. Da merkt man halt bei der Textur, dass sie ein bisschen alt sind. Aber kann man auf jeden Fall alleine wegen den Waffen machen, finde ich. Hier ist wieder das nächste Season-Set. Und da habt ihr dann auch wieder die Waffen zusätzlich. Das ist übrigens Season 5. Und hier habt ihr noch ein Season 5-Set in einer anderen Farbe. Das ist noch von Wrath of the Lich King. Hier, glaube ich, waren das die Season 5 Elite. Da bin ich mir jetzt nicht genau sicher. Ich glaube zumindest, hier habt ihr halt auch wieder das Waffenarsenal und die diversen Ensembles. Das hier sieht hier beim Hexer sehr schön aus. Hier haben wir dann auch noch eben Sets, die wir moggen können. Und bis Season 8 geht es hier weiter. Das wäre es jetzt mit Wrath of the Lich King. Das nächste Set holt ihr euch von Sturmwind oder Orgrimmar aus, indem ihr euch nach Höhle der Zeit portet und dann hier in Tanaris nach Gad-Getzan geht. Da könnt ihr die Kataklysm-Sets kaufen, die man normal in Orgrimmar und in Sturmwind auch kaufen könnt. Haben wir hier nochmal Season 9 Set. Dazu gibt es keine Waffen. Ich glaube, es gab damals auch keine Waffen. Finde ich beim Hexenmeister auch schon ein sehr schönes Set. Das gibt es in 2 Farben, nämlich hier nochmal Season 9 in einer anderen Farbe. Sieht auf jeden Fall recht schön aus. Bei diesem Set haben wir dann auch wieder ein Waffenarsenal, beziehungsweise auch diverse Waffen, die man kaufen kann. Ja, sieht ganz okay aus. Da gibt es halt beim Krieger, finde ich, auch wieder ein schönes Set. Hier haben wir schon Season 10. Ist halt eben dieses Kataklysm-Set, was man halt in Orgrimmar und in Sturmwind auch erwerben kann. Hier eben für beide Fraktionen, das finde ich macht es noch ein bisschen
besser, da wenn man mal in Gatgetzern ist, man ist ja jetzt eh so oft in Uldum, kann man ja auf einen Sprung mal vorbeischauen. Und da habe ich mich zum Beispiel auch für zwei Waffen entschieden, die ich mir so nebenbei mitgenommen habe. Wenn man schon mal dabei ist, dachte ich mir, nehme ich mir die mal mit. Da ist es halt natürlich so, die Waffen kaufe ich meist einzeln, weil 80 Punkte ist mir dann doch etwas zu viel für das, dass ich halt mehr oder weniger nur meinen Hexenmeister spiele und vielleicht manchmal meinen Demon Hunter Twink. Und das ist halt so, ich finde es halt einfach besser, die Waffen einzeln zu kaufen, sei denn man ist halt wirklich so ein Sammler. So weit bin ich noch nicht, dass ich so viele Ehrenabzeichen übrig habe, aber ich finde auch, die Waffen machen das Ganze ganz value. Jetzt sind wir hier bei der Horde zwischen Tonglong-Steppe und Kung-Lai-Gipfel in Pandaria beim nächsten Händler-Spot. Da gibt es sehr anschauliche Sets meiner Meinung nach. Wir beginnen mit dem Season 12 Set beim Hexenmeister. Sieht auf jeden Fall auch ganz solide aus, kann man, denke ich, auch ganz gut kombinieren. Und hier kommen wir noch zum anderen Season 12 Set. Das ist einfach farblich ein bisschen umgestimmt, sieht etwas anders aus. Auch wieder mit den Ensembles und dem Waffenarsenal, wie immer eigentlich. Und ja, hier Season 13 Set sieht schon echt gut aus, finde ich. Finde ich, hat beim Hexenmeister extrem Stil, aber hier auch beim Jäger und beim Paladin kann man sehr schöne Sets kaufen. Hier haben wir das Season 14 Set, das unterscheidet sich zum Season 15 Set farblich jetzt auch nicht mehr so ganz. Hier seht ihr, da haben wir jetzt das Season 15 Set noch zu betrachten. Das, ja, ist halt farblich, denke ich, ein bisschen unterschiedlich. Beim Jäger, beim Paladin sind die Sets ziemlich value, finde ich, von der Optik. Ist halt natürlich wieder Geschmackssache, aber hier ein heißer Tipp für die Jäger. Gibt schon ein ganz cooles Set und der Stab hier, den finde ich auch ganz nice, den musste ich mir dann kurzerhand auch mitnehmen. Ich habe generell viele Stäbe und viele Waffen noch nicht gesammelt. Dachte ich mir, kann ich das mit dem Video gleich in Verbindung setzen. Und zwischen Schreckensöde und Tal der vier Blüten könnt ihr halt hier jetzt noch bei der Allianz den gleichen Spot hier wie bei der Horde entdecken. Hier habt ihr das als Paladin als Vorschau mal, das Season 12 Set. Und da, das gibt es in mehreren Farben. Ihr müsst nicht unbedingt diesen Rock haben als kleinen Tipp. Ihr könnt auch einfach zusätzlich die Brust kaufen, die nicht bis zu den Füßen runtergeht. Sieht auf jeden Fall besser aus und auch ein sehr, sehr schönes Set meiner Meinung nach. Gerade beim Paladin kann man sich das auf jeden Fall auch holen. Beim Zwerg, finde ich, sieht das nicht so gut aus. Das ist natürlich meine Meinung. Aber ich denke generell, bei Transmog scheiden sich die Geister und das wird ein bisschen subjektiv. Allein die Waffe, finde ich, sieht sehr schön aus. Kann man sich holen. Ja, das ist aber, denke ich, überall so, dass die Waffen immer Sinn machen. Gerade wenn man die Sets kombinieren möchte. Hier haben wir das Season 14 Set. Auch ein, ja, recht solides Set, interessant, finde ich, muss ich sagen, sehr ungewöhnlich. Generell gibt es wenig so ähnliche Sets, hier habt ihr das aber nochmal in einer anderen Farbe. Und das Ganze mit dem Waffenarsenal und den Ensembles geht halt hier nach wie vor weiter. Ja, das sind die Mists of Pandaria Sets jetzt von Horde und Allianz gewesen. Ja, also die nächsten Sets findet ihr in Sturmschild bei der Allianz, in Kriegsspeer bei der Horde, das ist Richtung Ashran, da könnt ihr euch eben mit eurer mit eurem Garnisonsruhestein hinporten. Hier findet ihr auch noch ein paar schöne Sets. Ich finde gerade die Sets bei Plattenträger sehr interessant, sehr schön gestaltet. Es gibt zum einen recht einfache Sets, zum anderen aber auch wieder ein bisschen coolere Sets. Das ist halt so, sind halt alle Sets von Warlords of Draenor, da kann man sich natürlich auch noch bedienen und waffentechnisch kann man da auch einiges mitnehmen. Zumindest Plattenträger, finde ich, auch dieses Set hier ist ordentlich schön. Da kann man dann als Krieger auch noch und als Paladin eben schöne Sets sammeln. Hier seht ihr den Kopf, das ist so ein Krieger-Set und die Schultern, die kann man dann eben auch betrachten. Das ganze Set halt dann für den Krieger verfügbar und das sind so noch die einfacheren Sets, die man sich natürlich auch dazu kaufen kann. Waffen kann man, wie gesagt, eigentlich nie was falsch machen, finde ich. Und gerade in Draenor sind die Waffen recht ansehnlich, aber das ist, wie gesagt, meine Meinung. Hier haben wir noch ein Season 3 Set, das ist etwas gewöhnungsbedürftig, finde ich, beim Paladin. Und ja, kann man sich auf jeden Fall auch mal holen. Das Ganze gibt es auch noch in einer anderen Farbe. Ja, hier kann man dann auch noch Mounts kaufen. Da gibt es einiges noch. Aber zu dem Händler wollen wir hier. Genau, da ist noch der einfache Händler. Das einfache Set, wie ich finde. Also finde ich okay. Kann man vielleicht ein bisschen kombinieren. Die Waffen, wie gesagt, gehen sowieso immer fit. Aber hier haben wir noch das Season 2 Set. Das ist ein bisschen schöner von der Farbe und hier sind halt die Waffen, finde ich, extrem value. Alleine diese Axt hier sieht einfach richtig gut aus.
Das kann man als Furorkrieger mit zwei so Waffen auf jeden Fall machen. Jetzt zeige ich euch das Ganze noch in Kriegsspeer bei der Horde. Auch wieder in Ashran im Draenor-Universum. Und da kann man auch noch die ein oder anderen Sets abstauben. Es ist halt so, beim Hexenmeister, finde ich, gibt es nur ein gutes Set. Denn diese einfachen Sets hier, die man jetzt auch bei Platte gesehen hat, finde ich jetzt ja eher unspektakulär. Aber dennoch, man kann sie sich der Vollständigkeit halber noch mitnehmen und eventuell halt eben kombinieren, wenn man ohne Sets ein bisschen Transmog herummachen möchte, so halt eben ein bisschen kombinieren möchte. Hier haben wir Season 2 Set, da gibt es keine Schultern beim Hexenmeister zumindest. Ich denke auch bei anderen Klassen wird es keine Schultern geben, müsst ihr am besten mal herausfinden. Und ja, die Waffen halt eben hier der rote Stab für einen Feuermagier vielleicht gut geeignet. Und das sind halt eben diese Sets, die mir nicht so wirklich was geben, finde ich. Die sehen einfach langweilig aus. Dennoch, wie gesagt, man kann sich sein eigenes Thema zusammenbasteln. Ja, das Waffenarsenal und die Ensembles gibt es nach wie vor. Auch bei dem Set, wo die Schultern nicht dabei sind, kostet es 12. Ja, ein bisschen Wucherer, muss man schon sagen an der Stelle. Aber nein, hier, das Set ist sehr schön, muss ich sagen. Das ist eins der schönen Sets vom Hexenmeister. Eins der schönen PvP-Sets. Das ist auf jeden Fall Value, sich das zu holen, aber seid einfach gespannt, wie es bei euren Klassen aussieht. Das ist natürlich so ein bisschen, ja, ein bisschen langweilig, finde ich. Das gibt mir jetzt nicht so viel, aber auch die Schusswaffe vom Jäger sah ganz gut aus. Und ja, den Stab musste ich mir dann kaufen, weil ich mir dachte, ja, den kann man sich schon mal mitnehmen, um mein Waffenarsenal ein bisschen zu erweitern. Und das sind eigentlich dann so die Warlords of Draenor Sets. Ja, nicht meine Favoriten, muss ich sagen, aber geht klar. So, jetzt kommen wir ins neue Dalaran. Und zwar gibt es bei der Horde und bei der Allianz einen kleinen Händler, der uns dann auch noch zusätzlich 6 Sets verspricht, die man sich ganz einfach auch wieder erwerben kann. Hier gibt es diesmal keine Waffen. Allerdings kann man hier ganz kompakt die Sets bei einem Händler gleich rauskaufen. Finde ich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schade, dass es keine Waffen dazu gibt zum Kaufen. Aber generell, finde ich, kann man da sich das ein oder andere schöne Set rausholen. Beim Hexenmeister würde ich sagen, ist das jetzt nicht so mein Fall. Aber beim Druiden zum Beispiel, hier seht ihr das jetzt bei der Allianz, bei dem anderen Eingang habe ich dieses Set zum Beispiel auch an. Und das sieht richtig nice aus. Da kann man natürlich auch echt ein schönes Set rausholen als Druide. Aber generell muss man von Klasse zu Klasse schauen. Hier sind auch Dämonenjäger und Todesritter, die etwas bekommen können. Todesritter können sowieso schon früher etwas bekommen. Aber die hat man ja immer mit Level 55 gestartet. Deswegen gibt es dann auch erst ab Level 60 demnach eben PvP-Sets zu kaufen. Und DHs halt kann man erst ab Legion-Sets kaufen, muss man beachten. Aber wie gesagt, auch eine schöne Sache hier, sich seine Sets noch bei der Allianz eben abzustauben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war's jetzt für meinen Teil. Eventuell konntet ihr das ein oder andere Set holen, was euch gefallen hat. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und ich wünsche euch außerdem eine schöne Woche. Auf Wiedersehen!